Wenn euch das Thema interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. So, ihr lieben Kaijus, ich hocke jetzt hier schon im Auto auf dem Weg zum Kino und schaue mir jetzt mit einem Kollegen zusammen The Batman an. Der kam eigentlich jetzt zur Aufnahme des Videos schon gestern im Kino. Ich habe das aber irgendwie voll versemmelt. Und meine Erwartungen sind doch sehr hoch, tatsächlich. Ich habe jetzt ganz viele Rezensionen gelesen oder auch Kritiken mir angehört, die ja von dem Film schwärmen. Und jetzt will ich auch was sehen. Jetzt muss der Film auch wirklich abliefern. Und ich glaube, das wird er auch. Ich bin gespannt und ihr werdet jetzt gleich meine Kritik zum Film sehen. Meine spoilerfreie Kritik zu The Batman. Bis gleich. Das ist ein Pulverfass. Und Riddler ist das Streichholz. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wenn das so weitergeht, dauert es nicht lange, bis ihnen nichts mehr bleibt. Ist mir egal, was mit mir passiert. Es wird nur noch schlimmer für dich. Furcht ist ein Werkzeug. Wenn das Licht am Himmel erscheint, ist das nicht nur ein Zeichen. Es ist eine Warnung. So, ich bin zurück aus dem Kino, beziehungsweise bin ich schon gestern aus dem Kino wiedergekommen. Das Video nehme ich jetzt einen Tag später auf. Das heißt, ich konnte eine Nacht über den Film schlafen und mir mal so ein bisschen meine Gedanken sammeln. Was ich denn jetzt wirklich davon halte, wir sprechen jetzt über The Batman und ich habe mir zum besonderen Anlass, weil ich auch ein riesiger Batman-Fan bin, einfach mal das Licht geändert. Im schönen Rot, passend zum Logo von The Batman. Und dazu habe ich mir diesmal sogar eine Liste erstellt, mit der ich mal kategorisch oder chronologisch durchgehen möchte, was ich von den einzelnen Punkten halte. Wir beginnen mit der Story. Anders als die letzten Batman-Filme, eben gerade die mit Ben Affleck, der ja keinen eigenen Batman-Film bekommen hat, oder eben auch der mit Christian Bale, ist dieser Film jetzt hier wesentlich zentraler. Er fühlt sich wesentlich kleiner an und wesentlich beklemmender, denn hier haben wir wirklich eine Detective-Noir-Story. Und für die, die es nicht wissen, das ist auch wirklich der Ursprung von DC, denn DC bedeutet Detective Comics. Batman ist ein Detektiv. Batman hat auch in den Arkham-Spielen, die sehr beliebt sind, wie ein Detektiv gehandelt. Und das macht er jetzt hier auch wieder. Worum geht es im Endeffekt? Ich werde euch hier nicht mehr verraten, als der Trailer auch vorwegnimmt. Ganz kurz noch im Vornherein, hier wird es keine Spoiler geben. Das machen wir ein andermal noch, einen schönen Spoiler-Talk. Aber ich denke mal, die meisten werden den Film noch nicht gesehen haben, da er jetzt erst vorgestern im Kino gekommen ist. Und deswegen quatschen wir jetzt hier ohne Spoiler drüber. Und die Story haben wir eigentlich im Trailer schon relativ gut mitbekommen. Es geht eben darum, dass ein Mann, der sich selbst der Riddler nennt, bestimmte Personen aussucht und die eben umbringt und dann Rätsel hinterlässt. Und diese Rätsel sind ganz gezielt an Batman gerichtet. Das heißt, es sind immer wieder Briefe mit dabei, wo eben dann der Schriftzug draufsteht, The Batman. Jetzt geht es eben darum herauszufinden, wer steckt hinter dem Ganzen, wer steckt hinter der Maske des Riddlers und was will er eigentlich? Das ist die Grundgeschichte und mehr ist es auch nicht. Was sich jetzt vielleicht auf Papier ein bisschen 0815 anhört, ist wirklich eine verdammt clevere Idee gewesen, denn so schafft dass der Film sich wirklich in seinen knapp 3 Stunden Laufzeit, also enorme Überlänge, sich auch wirklich damit zu beschäftigen und das auch wirklich ausgiebig. Das Ganze fühlt sich extrem gut an, beziehungsweise extrem schlecht, weil wir in einer sehr düsteren Geschichte aufwachen. Es regnet, glaube ich, immer, außer ganz kurz mal in einer Szene, wo es, glaube ich, nicht regnet, aber da ist auch alles dunkel und nass. Und wir verfolgen Batman und Gordon dabei, wie sie versuchen, einzelne Fälle zu lösen. Die Story ist aber nicht alleine nur auf den Riddler gemünzt. Im Trailer sehen wir auch noch Figuren wie den Pinguin. Wir bekommen Falcone zu sehen, gespielt von John Turturro, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, ob das was wird. Ich kenne ihn eben nur aus Transformers. Hier spielt er eine ganz andere Rolle. Und
Die Ereignisse werden dann ein bisschen miteinander zusammengesponnen und das klappt sehr gut. Also das ist ein wirklich großes Geflecht aus verschiedenen Geschichten, die aber dann doch irgendwie ineinander greifen. Es fühlt sich zu keiner Zeit aufgesetzt an. Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, auch einfach mal Batman so zu sehen. Aber zu Batman selbst kommen wir dann eben noch. Mehr will ich zur Story erstmal gar nicht verraten. Das ist eine Detective-Story. Wir bekommen verschiedene Rätsel, auf die ich hier vielleicht nochmal ganz kurz eingehen möchte, weil die Rätsel an sich im Deutschen nicht immer funktionieren. Sie machen das Beste draus, und zwar gibt es bestimmte Wortspiele auf Englisch, die eine Doppeldeutigkeit hervorbringen, und im Deutschen hat das nicht so ganz hingehauen. Es macht Sinn im Kontext, wie das im Deutschen umgesetzt wurde, also es funktioniert. Allerdings fehlt dann so ein bisschen die Substanz. Ich werde jetzt hier auch nicht zu viel verraten, aber nur als Beispiel, das Wort lie heißt im Englischen sowohl lügen als eben auch liegen. Und damit macht man hier ein kleines Wortspiel, und das hat man im Deutschen dann eben nicht ganz akkurat umgesetzt, aber das klappt auch einfach nicht. Und sie haben das Beste draus gemacht, hat mir ganz gut gefallen, wie das umgesetzt wurde. Und auch wenn ihr den Film im Deutschen schaut, ich denke mal, ihr werdet trotzdem wissen, aha, so ist das Rätsel eigentlich gemeint. Meine große Kritik an den Rätseln ist tatsächlich nicht, dass sie unclever waren, ganz im Gegenteil, sie waren wirklich clever und haben auch zum Mitdenken angeregt, aber du hast als Zuschauer nicht wirklich die Chance bekommen, mitzulösen oder mitzurätseln. Und das fand ich ein bisschen schade, wenn ich an der Hobbit denke, wie Gollum und Bilbo sich damals die Rätsel um die Ohren gehauen hat. Und du als Zuschauer hattest genug Zeit, um mitzulösen. Worum geht's denn da jetzt wirklich? Das hat der Film jetzt nicht wirklich geschafft. Hatte die auch so Mitschüler in der Klasse, die immer einfach reingerufen haben, wenn der Lehrer eine Frage gestellt hat und ihr meldet euch, ey, ich weiß was, und dann mal kommt von hinten ein Ruf rein und du denkst dir so, du dummes Arschloch. So ähnlich ist das hier auch. Und zwar wird hier eigentlich jedes Rätsel direkt von Batman gelöst. Das fand ich ein bisschen schade. Es fällt spätestens nach dem dritten Mal unangenehm auf, dass ein Rätsel gestellt wird vom Riddler. Und ich habe mich dann zu dem Kollegen, mit dem ich im Kino gewesen bin, rübergebeugt und wollte ihn gerade fragen, meinst du, das ist so und so? Sag mal, schreit Batman von hinten die Lösung? Und dann dachte ich mir irgendwann, gut, dann lass es halt ganz sein. Das nimmt irgendwann derart Ausmaße an, dass der Riddler auf einmal anfängt, drei Fragen zu stellen und die einfach rausposaunt und Batman schießt direkt die Antworten hinterher. Und ich dachte mir, ja gut, also der Film geht immerhin 3 Stunden lang, da hätte man vielleicht weniger einbauen müssen und dass der Zuschauer auch die Chance gehabt hätte. Fand ich ein bisschen schade, das geht besser, das haben wir auch schon besser erlebt. Aber ich muss wirklich sagen, dass die Rätsel vom Riddler in einem Zusammenhang wirklich gut gemacht waren. Also die ergeben Sinn, die greifen quasi ineinander, mehr will ich da auch wirklich nicht sagen. Da reden wir im Spoiler-Part nochmal drüber. Es gab auch ein Rätsel, wo ganz klar war, da hätte niemand drauf kommen können. Da ist auch komisch, warum Batman darauf gekommen ist. Woher wusste er das? Das ergibt gar keinen Sinn, aber im Großen und Ganzen haben sie den Riddler jetzt wirklich so cool dargestellt, wie ich ihn, glaube ich, noch nie auf der Leinwand gesehen habe. Was eigentlich auch kein Wunder ist nach der Leistung von Jim Carrey. Aber ich bin ein riesen Fan vom Riddler, eben auch, weil er so intellektuell an Batman rantritt. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Gotham gesehen habt. Wenn nicht, holt das auf jeden Fall nach. Eine super coole Serie. Und hier hat man auch den Riddler eingeführt, beziehungsweise erfährt man hier, wie Enigma zum Riddler wurde oder wird. Der war mir hier ein bisschen zu trottelig eingeführt. Das in diesem The Batman ist ein ganz anderer Riddler, als ich ihn mir vorgestellt hätte. Der ist krank, der ist psychopathisch. Du hast wirklich Angst vor ihm. Und auch dann, man sieht schon eine Szene im Trailer, wo er quasi in einem Café sitzt und dann von der Polizei überrascht wird. Und da gibt es einen Moment, wo ich im Kino wirklich Gänsehaut bekommen habe. Und da habe ich mir gedacht, genau das will ich sehen. Diese Person, die einfach in die Kamera guckt und du dir denkst, fies. Zum Riddler kommen wir aber auf jeden Fall auch nochmal. Wir machen erstmal weiter mit der Atmosphäre zum Film und eben auch der Musik. Hier habe ich mir jetzt wirklich lange überlegt, soll ich das Ganze ein bisschen aufdröseln? Soll ich jetzt hier Vergleiche und Wenns und Abers bringen? Aber ich sage es einfach raus, ich habe Gotham City noch nie so geil gesehen wie in diesem Film. Hier hat irgendwie alles gepasst. Das Ganze war ein perfekter Mix aus Comic und aus Realismus, aber es war nicht ganz so extrem realistisch wie jetzt in den Dark Knight Trilogien, wo ja ab The Dark Knight Gotham eigentlich ausgesehen hat wie New York. Und das haben wir teilweise hier auch in bestimmten Einstellungen. Allerdings, sobald du dich in der Stadt drin befindest, sobald die Kamera auf den Straßen ist, ist das Ganze
So stellst du dir Gotham vor, wenn du damals die Zeichentrickserien gesehen hast oder auch die Comics gelesen hast, stellst du dir genau so Gotham vor, wenn das Ganze in echt auf die Leinwand kommt. So muss das sein. Es ist alles düster, es ist alles verregnet. Teilweise riechst du sogar den Rauch, den Dreck in dieser Stadt. Alles ist korrupt. Du kannst dich eigentlich um keine Ecke drehen, ohne dass irgendwas passiert. Und auch relativ zu Beginn sieht man eben genau das, dass dann eine Zugfahrt für einen Passanten fast eskaliert und sogar beinahe tödlich endet. Und ja, also Gotham ist tatsächlich das, was auch Spider-Man von Sam Raimi in seinen Film gemacht hatte. Nein, was Sam Raimi in seinen Spider-Man-Film gemacht hatte, so war das. Gotham ist hier ein eigener Charakter. Die Stadt hat Orte, die du wiedererkennst. Es gibt teilweise Orte, die siehst du nur einmal und dann am Ende wieder. Du erinnerst dich sofort, was an diesem Ort passiert ist, obwohl das eigentlich nur ganz kurz am Anfang mal angedeutet wurde, beziehungsweise obwohl wir diesen Ort nur mal ganz kurz vorher gesehen haben. Und das ist schon echt verdammt gut gemacht. Und da komme ich wieder darauf zurück, dass der Film wirklich 3 Stunden lang geht und sich mit einer relativ simplen Geschichte auseinandersetzt, aber das einfach nutzt, um diese Stadt aufzubauen, dass du als Zuschauer wirklich weißt, ah ja, okay, den Ort kenne ich schon, das kenne ich schon. Du fühlst dich nach dem Film wirklich relativ vertraut mit Gotham, auch im negativen Sinne, weil Gotham muss eben eine abgefuckte Stadt sein und sie war selten abgefuckter als hier. Das Ganze wird immer wieder perfekt untermalt vom Soundtrack, der sich nicht unbedingt häufig ändert. Also was mir teilweise aufgefallen ist, ist, dass dieses Something in the Way, das taucht in ganz vielen verschiedenen Varianten auf. Und da hatte ich auch mal kurz den Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, es reicht. Da sieht man irgendwann Batman, wie er die Straße lang fährt und dann kommt der Soundtrack in einer etwas actiongeladenen Variante und dann fährt Batman einen Aufzug hoch und dann kommt die gleiche Musik nochmal in einer etwas langsameren Variante und dann steht er oben auf dem Dach und dann kommt der Soundtrack nochmal, aber eben nur mit der Melodie. Und da dachte ich mir halt, ja, okay, gut. Das funktioniert aber irgendwie trotzdem. Von daher kann man da auch nicht meckern. Und Atmosphäre und Soundtrack ist einfach unfassbar. Und auch die Settings. Also ich habe am Ende, kam beim Abspann, bei den Credits, da waren bei Special Effects, waren so viele Leute aufgelistet. Und ich dachte mir, wo denn? Wo waren denn da großartig Special Effects gewesen? Was ich gesehen habe, waren echte Sets. Da war Pyrotechnik mit dabei, echte Kostüme. Gerade das vom Pinguin, darauf kommen wir auch nochmal zu sprechen. Wo waren denn da die Special Effects gewesen? Und da muss man den Film wirklich loben. Es fällt nicht wirklich auf. Ich meine, wenn du dich reinsetzt und dann ganz gezielt guckst, okay, was ist jetzt hier unecht, was ist jetzt hier Greenscreen, was ist jetzt Special Effect, sogar dann wirst du Schwierigkeiten haben, das herauszufinden. Der Film hat natürlich aber auch einen Vorteil, er spielt nahezu nur in der Nacht und da wirken die Special Effects dann natürlich wesentlich organischer. Aber mir sind die zum Teil gar nicht aufgefallen und ich muss sagen, dass da am Ende so viele Special Effect Designer aufgelistet wurden, das hat mich dann schon geschockt, weil ich mir wirklich dachte, keine Ahnung, was die gemacht haben. Haben die alle so den Rauch irgendwie von Gotham, obwohl sogar das sieht echt aus. Ich habe wirklich keine Ahnung. Würde mich mal sehr interessieren, was denn da jetzt so CGI gewesen ist. Das wäre so krass, wenn einfach rauskommen würde, dass gesamt Gotham, dass das gar kein Set war, sondern dass einfach alles CGI wäre. Das wäre am Ende so ein Pfff. Glaube ich aber nicht. Kommen wir jetzt mal zu ein paar Charakteren aus dem Film, die nennenswert sind. Wir fangen einfach mal an mit Catwoman, gespielt von Zoe Kravitz, die man eventuell auch aus den Fantastischen Tierwesen-Filmen kennt. Zumindest aus dem zweiten Teil und das war es dann auch schon wieder. Daher kannte ich sie zumindest nur. Und die macht eine ganz gute Figur, obwohl ich sagen muss, ich mochte Anne Hathaway ein bisschen mehr, weil die hat sich wesentlich eleganter bewegt. Zoe Kravitz macht das auch super gut. Von ihrer Art her ist sie aber nicht ganz so elegant, sondern manchmal auch sehr aufbrausend, sehr temperamentvoll. Und ich mochte an Anne Hathaway, die Catwoman, dieses Hinterlistige. Das fehlt hier auch zum Beispiel komplett. Catwoman ist hier nicht wirklich hinterlistig. Ich glaube, das Hinterlistigste, was sie einfach mal macht, ist den Kontakt zu Batman abzubrechen. Ich will es hier nicht weiter spoilern. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Wenn ich überlege, wie das Ganze in The Dark Knight Rises aufgebaut war, wo die Polizei plötzlich ein Gebäude stürmt und Anne Hathaway fängt an zu weinen, damit die Polizei sie nicht verdächtigt. Und dann ist die Polizei an ihr vorbeigerannt und sie guckt nur in die Kamera, lächelt so und zieht sich so diese Fake-Klamotten runter und dann hat sie das Catwoman-Outfit wieder an. Sweetheart. She's bleeding. Yeah.
das war irgendwie cooler, das macht sie hier nicht. Und sie hat auch weniger Screentime, als ich gedacht hätte. Das hat mich nicht wirklich gestört und ist mir auch im Kino nicht negativ aufgefallen. Allerdings hätte man dann vielleicht hier und da Abstriche machen können von verschiedenen Figuren, weil wir hier wirklich massig an Figuren haben, und hätte dann sich ein bisschen mehr auf sie konzentrieren können, weil wir eben auch hier, wer hätte es gedacht, eine kleine Romanze zwischen Batman und Catwoman sehen, was wir auch im Trailer mitbekommen. Die nähern sich eben dann so an. Und ich dachte mir, oh, das geht jetzt ein bisschen schnell. Das ist so nach dem Motto, hey, du bist ein Freak, ich bin ein Freak. Ja, irgendwie habe ich jetzt Bock, dich zu küssen. Und so passiert das dann eigentlich auch mehr oder weniger. Das war mir ein bisschen zu schnell gewesen. Aber ansonsten, ich mag dezente Designs. Das hatte Anne Hathaway auch schon. Sie hat ja nur diese Öhrchen gehabt, wenn sie sich diese Brille nach oben aufgesetzt hatte. Und auch hier hat Zoe Kravitz ein sehr dezentes Design. Und wohnt in der Wohnung voller Katzen, was wir auch im Trailer sehen. Also da gibt es ganz viele Anzeichen. Okay, sie ist Catwoman. Es wird aber, glaube ich, nie so ausgesprochen, bis auf einmal. Aber da sagt sie nur The Bat and the Cat. Haben wir auch im Trailer schon gesehen. Wenn wir jetzt hier über Figuren sprechen, die für meine Erwartungen zu wenig aufgetaucht sind, müssen wir auch über Alfred sprechen. Andy Serkis als Alfred hat super gut funktioniert. Er ist mehr so dieser, ich nenne es immer diesen bulky Alfred. Er ist halt nicht der Alfred, wie er in The Dark Knight in der Trilogie dargestellt wird. Er ist halt dann schon so die Vaterfigur. Er versucht so die Vaterfigur zu sein, obwohl er immer wieder von Bruce abgewiesen wird. Hat dann aber auch nicht allzu viel zu tun. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil Batman ist ja auch ein bisschen irgendwie ein Arsch. Zu dem kommen wir natürlich auch noch zu sprechen. Aber immer wenn Alfred versucht, Batman zu helfen, kommt er irgendwie an aus dem Nichts mit seinem düsteren Blick und sagt, du bist nicht mein Vater. Und ich denke mir halt, Batman ist einfach in diesem Film noch ein Arschloch. Das kann man jetzt hier negativ auslegen, aber das Skript ist eben so geschrieben. Nichtsdestotrotz ist für meine Verhältnisse Alfred zu wenig mit dabei. Ähnlich auch, wie es bei Selina Kyle war. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Zumal wir auch mit Alfred eine bestimmte Szene bekommen, die einem berühren soll, die einem Tränen in die Augen bringen soll. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, das funktioniert jetzt bei mir persönlich, weil ich auch Batman kenne. Für Leute, die den Film zum allerersten Mal sehen, die werden da die Verbindung nicht so wirklich wahrnehmen können zwischen Bruce Wayne und Alfred. Und da wird es die ein bisschen kalt lassen. Trotz allem haben die paar Szenen, die Alfred und Bruce zusammen haben, extrem gut funktioniert. Wie gesagt, dieses ganze Batman ist ein Arsch, das verfliegt dann hier und da auch mal. Und die Chemie zwischen den beiden hat dann doch gepasst. Wenn man hier allerdings einen Vergleich anbringen müsste oder sollte, wie auch immer, würde ich trotzdem sagen, dass Christian Bales Batman oder Bruce Wayne und eben der Alfred der The Dark Knight Reihe dann doch ein bisschen harmonischer miteinander funktioniert haben, was auch einfach daran liegen kann, dass der Film jetzt hier pur düster ist. Es gibt ein paar Gags, wo auch Leute im Kino gelacht haben, allerdings sind das keine Gags, die jetzt wirklich rausposaunt werden, sondern die aus der Situation heraus entstehen und ich mir teilweise auch überlegt habe, okay, war das jetzt im Drehbuch so gedacht oder kam das einfach aus dem Nichts? Eine ganz kurze Szene, die jetzt wirklich nichts spoilert, ist einfach an einem Tatort. Ein Polizist untersucht dann quasi die Leiche und dann dreht er sich um und auf einmal steht dann Batman so vor ihm und dann guckt er ihn eben nur so an und Entschuldigung und will so an ihm vorbei und Entschuldigung, und Batman bewegt sich einfach keinen Zentimeter von ihm weg. Und es ist nicht ulkig, es ist nicht so, es ist kein Marvel-Humor, aber es war im Kino dann doch so ganz kurz, wo man sich gedacht hat, Batman halt. So dieses Sture, wie er einfach nur dasteht und ihn aber auch noch anguckt. Aber er kommt nicht einmal auf die Idee, vielleicht zur Seite zu treten, dass der Typ an ihm vorbeigehen kann. So Sachen tauchen dann da eben auf. Hat mir sehr gut gefallen. Also im Großen und Ganzen, ja, wie gesagt, Catwoman und Alfred waren mir zu wenig da, was ein positiver Aspekt ist eigentlich, weil das heißt, dass sie mir eigentlich ganz gut gefallen haben. Und eventuell kommt ja noch mehr. Darüber sprechen wir im Spoiler-Part und dann würde ich mich darauf freuen, mehr von den beiden zu sehen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, der Riddler ist für mich vielleicht sogar meine Lieblingsfigur in der ganzen Batman-Reihe. Ich weiß, der Joker ist das Highlight für jeden und ich liebe den Joker auch, aber für mich war der Riddler immer ein bisschen mehr noch als der Joker, weil der Riddler einfach im Hintergrund saß und trotzdem eine Riesengefahr wurde durch eben sein Rätsel, durch dieses ganze Manipulative, und das macht er hier auch und zwar extrem gut. Wir sehen den Riddler nicht allzu oft. Der hat wesentlich weniger Screentime als, glaube ich, jeder andere Schurke in dem Film.
Und trotzdem ist er immer präsent. Zum einen, weil sich die Geschichte auch zum Hauptteil um den Riddler dreht. Und auch die ganzen Nebenstories, die dann irgendwann aufploppen, entstehen eigentlich aus der Hauptgeschichte vom Riddler heraus. Mehr will ich dazu jetzt erstmal nicht sagen. Und wir sehen ihn eben nicht oft, aber wenn wir ihn sehen, hat er dann doch schon einen ziemlich fiesen Impact. Und ich mag das, wenn man eine Figur sieht und sich dann denkt, jetzt ist die Scheiße aber am Dampfen. Das hat mir bei The Dark Knight Rises zum Beispiel komplett gefehlt. Ich fand, Bane wurde... Der war zwar auch irgendwie eine Bedrohung, aber bei Bane habe ich mir nicht gedacht, oh fuck, da ist jetzt Bane, sondern das war so, da ist er halt wieder. Hier haben wir jetzt wirklich, wenn wir den Riddler sehen, dann weißt du, okay, jetzt kommt was Fieses. Und das haben sie super gut gemacht. Hier gibt es auch wieder eine subjektive Meinung von mir, die mir nicht so ganz gefallen hat. Ich mag das Outfit vom Riddler hier gar nicht. Der sieht so ein bisschen aus wie eine Mumie für Arme. Und darauf will ich gar nicht mehr eingehen. Das Kostüm hat mir auf jeden Fall nicht gefallen. Mehr sage ich dazu erstmal nicht. Aber die Figur an sich, der Charakter, ist unfassbar genial geschrieben und vor allem auch geschauspielert. Es gibt dann später so, ab dem zweiten Drittel ungefähr, ein bisschen später noch, gibt es eine Szene, wo der Riddler einfach nur eine bestimmte Mimik aufsetzt und da hast du im Kino wirklich einfach nur so Stille gehört. Das war wirklich auf einmal so ein richtiges so, als würde man so zurückgehen und sich denken, alles klar, cool, mach keinen Scheiß. Hat alles super gut funktioniert. Für mich sogar einer der bedrohlichsten Schurken der letzten Jahre von Batman. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Bevor wir jetzt zum Hauptcharakter des Films kommen, sprechen wir nochmal ganz kurz über den Pinguin und über Falcone. Ich konnte mir den Schauspieler nicht in der Rolle von Falcone vorstellen, eben weil ich da von Transformers so ein bisschen gebeutelt bin. Eieiei. Muss man das rausschneiden? Weil ich da so ein bisschen gebeutelt bin. Allerdings hat er auch eine sehr gute Figur gemacht. Ich habe das Problem, dass immer wenn ich die deutsche Synchro von diesem Schauspieler höre, kriege ich direkt diese Transformers-Vibes. Das hat mich ab und zu ein bisschen rausgebracht. Da kann der Schauspieler aber eigentlich nichts dafür. Wenn man ihn eben nur aus ein, zwei Filmen kennt und dann immer runter reduziert auf die ein, zwei Filme. Robert Pattinson ist auch so ein Beispiel. Aber an sich hat Falcone hier eine echt gute Figur gemacht und hat endlich auch mal eine größere Rolle bekommen, die angenehm war. Jedes Mal, wenn die Geschichte auf die Falcone-Geschichte umgeswitcht ist, hat es sich sehr cool angefühlt. Man kennt es aus anderen Filmen, wenn man dann irgendwann so die Hauptlinie verlässt, die Hauptstory verlässt, und man denkt sich dann so, boah, nee, ey, eigentlich ist die Geschichte mir gerade scheißegal. Das war überhaupt nicht der Fall gewesen. Auch Colin Farrell als der Pinguin, erstmal die Maske, ohne Scheiß, wie haben sie diese Maske hinbekommen? Ich habe auch meinem Kollegen, mit dem ich im Kino war, danach ein Foto gezeigt. Ey, weißt du, dass das der hier ist? Und er hat sich auch gedacht, das ist aber schon krass. Super geile Maske auf jeden Fall. Und auch der Pinguin ist hier wesentlich bedrohlicher als in den allen anderen Batman-Filmen, will ich mal behaupten. Auch in der Serie Gotham, da war er auch mehr ein Trottel. Und hier ist er zum Teil auch ein bisschen trottelig. Da gibt es eine Stelle, wo er so ein bisschen dumm dargestellt wird. Aber trotz allem ist er auch sehr bedrohlich, auch durch sein Aussehen. Der hat so eine Narbe im Gesicht, der hat so zahnersetzt, so goldene, silberne Zähne. Er sieht richtig böse aus, so wie man sich den Pinguin auch eigentlich vorstellt. Und ja, lassen wir das erstmal so stehen. Wir reden über das ganze Konzept nochmal in Ruhe in einem schönen, ausführlichen Spoiler-Part. So, weiter geht's mit der Hauptfigur. Oder den Hauptfiguren. Ich meine, wir haben hier einmal Batman und einmal Bruce Wayne. Einen von beiden können wir relativ schnell abhaken. Bruce Wayne hat mich jetzt hier weniger interessiert, ist aber eigentlich auch ganz cool. Der Film ist darauf ausgebaut, uns die Geschichte von Batman zu erzählen. Der Film heißt nicht ohne Grund The Batman. Das hat tatsächlich einen Sinn. Wir sehen auch Batman öfter als Bruce Wayne. Er nimmt relativ selten seine Maske ab. Von daher, ja, Bruce Wayne funktioniert hier noch nicht so, wie man ihn später kennt. Das heißt, wir trennen hier noch nicht die Charaktere voneinander. Und ich meine, dass das auch die Entscheidung gewesen ist, dann zu sagen, ey, wenn es eh eine und dieselbe Figur ist, dann muss man jetzt auch nicht hier irgendwie Bruce Wayne groß in Szene setzen. Es gibt eine schöne Szene bei der Beerdigung, die wir da im Trailer gesehen haben. Und auch noch eine Szene mit Alfred, die haben ganz gut funktioniert. Aber an sich wird hier Batman nicht wirklich von Bruce getrennt, was auch daran liegt, dass wir uns erst im zweiten Jahr von Batman befinden. Das heißt, Batman ist erst das zweite Jahr aktiv. Und das merkt man.
der ist verletzlicher als in allen anderen Filmen. Und wenn ich sage alle anderen Filme, ich beziehe mich da immer hauptsächlich auf die Christian Bale Filme, aber ich meine auch gerade die Filme davor. Wenn man sich auch Ben Affleck anguckt, da als Beispiel, der kam ja nochmal nach Christian Bale, der hat es ja mit Doomsday aufgenommen und der Batman hier in The Batman bekommt teilweise auch wirklich auf die Fresse. Dass er die meisten Rätsel relativ zügig löst, habe ich bereits angesprochen. Das kann man eben kritisieren, man kann es auch einfach mal über sich ergehen lassen. Ich dachte mir halt sehr häufig, woher weißt du das jetzt? Also warum weißt gerade du das jetzt? Das kam 2-3 Mal vor und bei einem Rätsel habe ich mir gedacht, okay, warum checkst du das jetzt nicht, wenn du doch davor gerade alles gecheckt hast? Warum raffst du dieses eine Rätsel jetzt nicht? Aber das ist an sich minimal störend, bis überhaupt nicht störend eigentlich. Ich meine, es ist einfach Batman und irgendwo muss er natürlich auch, wenn er schon im Mittelpunkt im Fokus steht, auch den anderen ein bisschen was vorweg haben. Ich meine, nicht umsonst wird Commissioner Gordon und Batman ist Commissioner Gordon auf Batman angewiesen, weil Batman hat eben doch schon was auf dem Kasten. Das wird hier auch ganz cool gezeigt. Commissioner Gordon will ich jetzt mal hier in einem Zug mit Batman erwähnen. Die beiden haben eine unfassbar geile Chemie zusammen. Ist einer der besten Gordons. Ich mochte Gary Oldman noch mehr. Allerdings, weil ich ein riesen Gary Oldman-Fan bin, kann sein, dass ich da nicht ganz subjektiv bleiben kann. Aber hier gibt es auch eine bestimmte Szene, wo Gordon Batman hilft, aus einer Situation rauszukommen und dann tricksen sie sich so ein bisschen da raus zusammen. Das hat schon irgendwie was Lustiges und ist schon, es macht wirklich Spaß, den beiden mit zuzugucken. Und man versteht nahezu alles. Und das muss man hier vielleicht vorweg erwähnen, dass wir uns hier im zweiten Jahr von Batman befinden. Wir erfahren nicht nur mal, warum er Batman geworden ist. Wir sehen den Tod der Eltern nicht mehr. Wir erfahren nicht, warum Commissioner Gordon der Einzige ist, der Batman vertraut. Man erfährt das alles so im Kontext der ganzen Geschichte. Das ist auch ein Film, wo man sagen muss, man muss zuhören. Man muss aufpassen, man muss aktiv bleiben. Man kann nicht einfach sagen, ich schaue das mal nebenbei und glotze dabei blöd aufs Handy. Das funktioniert dann eben nicht. Wir hatten einen Hund hinter uns, hatten wir im Kino so eine Gruppe Mädels gehabt. Die haben dann dauernd über irgendwas anderes geflüstert. Und dann sind die aus dem Kino am Ende rausgegangen. Und da hat eine von denen irgendwie gesagt, ich habe den Film gerade überhaupt nicht verstanden, ey. Und ich habe mir gedacht, nach 3 Stunden nicht verstanden. Schwach. Der Film will, dass man aufpasst, dass man bestimmte Szenen auch analysiert, dass man zuhört, was gesagt wird. Das ist ganz wichtig. Teilweise werden dann nämlich Dinge gesagt, die später nochmal wichtig sind. Und das Gesamtkonzept dabei ist einfach das Wichtige. Und ist Robert Pattinson, um jetzt wieder zurück zum Batman zu kommen, der beste Batman aller Zeiten? Nee, ist er nicht. Für mich nicht. Auf der einen Seite ist er natürlich sehr verletzlich und das macht es interessanter. Aber er ist auf der einen Seite, während sie versucht haben, ihn so verletzlich darzustellen, dann doch irgendwie wieder zu perfekt in bestimmten Situationen. Es ist schwer zu erklären, ohne das jetzt großartig zu spoilern. Er ist einer der besten Batmans. Er ist über Ben Affleck, der auch leider nie einen eigenen Batman-Film bekommen hat. Deswegen ist es da auch schwer, das zu beurteilen. Aber für mich ist immer noch Christian Bale als Batman weiter oben, weil ich mit ihm auch mehr Punkte hatte, um ihn sympathisch zu finden. Das ist in dem Film hier so gewollt. Batman ist hier nicht sympathisch, der ist hier düster, der ist permanent abgefuckt, er ist traurig, er ist depressiv, aber das ist auch cool so, weil das so sein soll. Er hat nach diesen 2 Jahren immer noch, oder nach dem einen Jahr, das Ganze spielt jetzt ja im zweiten Jahr, hat er immer noch mit dem Tod seiner Eltern zu kämpfen. Und auch hier gibt es super geile Szenen, wo du das einfach merkst. Da reichen einfach nur Blicke von Robert Pattinson zu einer anderen Person. Und du verstehst einfach, was er in diesem Augenblick denkt. Und von daher sage ich, ja, Robert Pattinson macht das Ganze gut. Ich glaube, der Schauspieler könnte noch wesentlich mehr rausholen. Das Drehbuch will das aber eben nicht. Und das ist auch cool so. Wie gesagt, die Geschichte soll so sein. Das ist der Batman, wie er in der Geschichte dargestellt werden soll. Und so habt ihr Batman auf jeden Fall noch nicht erlebt. Und das macht es zu was ganz Besonderem und hat mir dennoch sehr, sehr gut gefallen. Ein negativer Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ist das Ende. Nein, ich werde es hier nicht verraten, keine Angst. Allerdings gab es viele Kritiker, die gesagt haben, der Film hat eine perfekte Länge. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich hätte hier einen Punkt gesetzt, wesentlich früher, oder was heißt wesentlich früher, vor dem letzten Akt. Der letzte Akt war ein bisschen unnötig. Und ich habe auch nicht ganz verstanden, was da jetzt das Geniale dran war. Ich meine, es ist der Riddler und der baut die ganzen Rätsel auf. Und da erwartet man vielleicht eine unfassbar geniale Idee dahinter, einen Twist vielleicht. Den habe ich so nicht bekommen.
Da fand ich die Aktion vom Joker in The Dark Knight wesentlich interessanter und auch aufregender. Ich will jetzt hier nicht darüber reden, was genau passiert, aber auch ich habe dann meinen Kollegen angeguckt und im Film wird dann nach dem letzten Akt ein Satz, also es wird ein Satz fallen gelassen und ich habe mich dann zu meinem Kollegen gedreht und habe gesagt, das stimmt doch aber nicht, oder? Es ist doch nicht der Fall, dass das so eingetroffen ist. Und er hat gesagt, und das habe ich jetzt aber auch nicht so verstanden. Und ich habe mir heute eine Kritik von Filmstarts angeschaut, die allerdings spoilert. Und da hat Sebastian genau das Gleiche gesagt. Also ich glaube, da sind wir gar nicht mal so doof gewesen, dass man sagen kann, ich habe es einfach nur nicht verstanden. Der Film hat das nicht so ganz akkurat rübergebracht. Es ist schwer, das zu erklären, ohne jetzt hier zu spoilern. Ich will gar nicht mehr darauf eingehen. Auf jeden Fall, das Ende hätte man für mich weglassen können. Der Film hätte schon vorher enden können, nach vielleicht 2,5 Stunden. Das heißt, eine halbe Stunde war mir da ein bisschen zu viel. Die langweilt nicht, die ist auch nicht vollgeklatscht mit CGI-Klumpert oder irgendeinem Scheiß. Die macht das Richtige daraus, was sie eben macht. Und sie erzählt die Geschichte auch zu Ende. Allerdings hätte ich die Geschichte so nicht zu Ende erzählt bekommen müssen. Das meine ich jetzt damit. Mein Fazit von dem Film ist, ich freue mich, dass das Ganze so abgelaufen ist. Ich freue mich, so einen Batman jetzt endlich mal zu sehen, weil den Rest kennen wir jetzt alles schon. Wir kennen einen Batman, der sich mit Doomsday und mit Superman anlegt. Wir kennen einen Batman von Christian Bale, wo wir die Geschichte wirklich von Anfang bis Ende erzählt bekommen haben. Und Batman eigentlich immer relativ selbstbewusst und cool ist. Und jetzt haben wir jemanden, Batman, der lernen muss, was es überhaupt heißt, Batman zu sein. Der hat auch teilweise bestimmte Moralen noch nicht in dem Film, die er später erst mit dazu lernt. Er ist wesentlich brutaler, er ist skrupelloser und das Gesamtpaket von dem Film hat einfach unfassbar gut gestimmt. Ich bin aus dem Kino rausgegangen und mein erster Gedanke ist gewesen, ich freue mich auf noch mehr. Mit so einer Prise, da hätte auch noch mehr gehen können. Es war mir in bestimmten Momenten hätte ich mir noch ein bisschen mehr herauskommen gewünscht, aus einem bestimmten Kreis herausbrechen gewünscht. Nicht im übertriebenen Ausmaß, wir müssen jetzt hier keine Marvel-Grütze nachahmen und das macht der Film auch gar nicht. Und dazu kommen wir auch zu einem ganz wichtigen Punkt. Egal was ihr macht, bleibt nicht bis nach den Credits sitzen. Nach den Credits kommt nichts mehr. Das Einzige, was dann da noch kommt, ist, das kann man hier mal spoilern. Das ist einfach nicht, dass ihr denkt, ihr verpasst dann was. Es kommt ein Fragezeichen und darunter kommt ein Goodbye. Ja, und da gab es jetzt auch ganz viele Interpretationen. Was kann das bedeuten? Das war einfach an die Zuschauer gerichtet. So, Goodbye, der Film ist vorbei. Ich glaube, mehr ist da auch nicht dahinter. Und es kommt keine Post-Credit-Szene mehr. Ja, es endet dann mit dem Anfang mit der Aufblende für die Credits und das war's dann. Auf dem Kanal vergebe ich relativ wenig Punkte und ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt ansetzen sollte, weil ich halt noch nie wirklich Punkte vergeben habe. Wenn ich allerdings bei einer Skala ausgehe, 10 von 10 maximalen Punkten, die ein Batman-Film für mich bekommen könnte, wäre der hier auf jeden Fall bei 8. Wenn ich mit den Christian Bale-Filmen, die ich eben auch sehr liebe, aber auch aus bestimmten nostalgischen Gründen, bei 10 von 10 ansetze, wäre das hier für mich einfach eine 8 von 10. Definitiv und mit einer sehr guten Prognose, dass der auch auf eine 9 und vielleicht auf eine 10 von 10 hochklettern könnte, beziehungsweise sollte es noch eine Fortsetzung geben, das weiß man natürlich nicht, bin ich davon überzeugt, dass das Ganze noch groß werden kann. Und ich glaube, so kann man das auch wirklich stehen lassen. Ihr merkt, ich bin überzeugt davon. Ich habe euch jetzt hier ein paar Kritiken erzählt, die mir nicht so gefallen haben. Ich glaube, das ist auch ganz legitim. Ich kann über den Film nicht wirklich meckern. Als Batman-Fans, schaut ihn euch an. Auch wenn ihr keine Batman-Fans seid, wenn ihr einfach nur Detective-Stories, Crime-Stories mögt, guckt euch den Film einfach an. Das ist ein Crime-Thriller mit einem Typen einfach im Fledermaus-Kostüm. Und sogar das wird im Film thematisiert. Funktioniert alles super gut. Für mich ein perfektes Gesamtkonzept mit kleinen Abstrichen und will auf jeden Fall sagen, schaut es euch im Kino an, gerade eben auch wegen dem Sound und lasst mich dann in den Kommentaren eure Meinung dazu wissen und bitte keine Spoiler in die Kommentare. Wäre cool, wenn wir das hier nochmal lassen könnten. Es kommt nochmal ein Spoiler-Part zu dem Film. Das geht dann auch ein bisschen länger, eventuell sogar in einem Livestream. Da könnt ihr dann spoilern, was das Zeug hält und da gibt es nämlich ein paar Dinge, über die ich unbedingt noch quatschen will. Die den Film gesehen haben, wissen sehr wahrscheinlich, worüber ich da reden möchte. Und ansonsten würde ich sagen, was ist mit mir? Ich bin erstmal raus für heute und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao.